Viktor Orbán lehnt die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine weiter ab. Vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel sagt Ungarns Ministerpräsident am Donnerstag: We set up 7 preconditions. Wir haben 7 Vorbedingungen gestellt und nach der Bewertung der Kommission sind 3 der 7 Bedingungen nicht erfüllt. Es gibt also keinen Grund, irgendetwas zu diskutieren, weil die Vorbedingungen nicht erfüllt wurden. Wir müssen zu einem späteren Zeitpunkt auf dieses Thema zurückkommen, wenn es von den Ukrainern erfüllt wird. Der nationalkonservative Regierungschef, der auch Kontakte zu Russland pflegt, klang auch beim Thema längerfristiger EU-Hilfen für die Ukraine wenig kompromissbereit. Es geht hier nicht ums Feilschen, es geht nicht um Geschäfte. Wir vertreten Ansätze und Prinzipien. Der Ukraine Geld zu geben ist einfach, denn kurzfristig ist es bereits im Haushalt enthalten. Es braucht also keinen extra Beschluss. Langfristig gesehen geht es um eine größere Geldsumme. Mein Standpunkt ist, dass wir das Geld nach außen geben sollten. Aber wir stehen nicht unter Zeitdruck, weil die Überbrückungslösung bereits im Haushalt enthalten ist. Und Ungarn verbindet keine ukrainische Frage mit einer ukrainischen oder anderen Frage. Das ist nicht unser Stil. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, es sei wichtig, ein klares Zeichen der Unterstützung zu senden. Ein Zeichen, das sich richtet an die mutigen Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die ihr Land verteidigen. Aber ein Zeichen, das sich auch richtet an den russischen Präsidenten, der wissen muss, dass er nicht darauf rechnen kann, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nachlassen bei der Unterstützung der Ukraine. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Zeichen von diesem Gipfel, dass wir das hinbekommen. Scholz sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel wollen auf dem EU-Gipfel eine längerfristige Zusage für die Ukraine von mehr als 50 Milliarden Euro erreichen. Die Entscheidung der EU-Kommission, 10 Millionen Euro an eingefrorenen Geldern für Ungarn freizugeben, hat scharfe Kritik ausgelöst. Viele vermuten einen anrüchigen Deal, um den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán kurz vor dem heute beginnenden EU-Gipfel zur Aufhebung seines Vetos gegen geplante Ukraine-Entscheidungen zu bewegen. Bei dem Vorweihnachtsgipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs geht es um weitere milliardenschwere Ukraine-Hilfen sowie um den Beginn von Beitrittsgesprächen mit Kiew. Orbán blockiert die Pläne allerdings bisher. Kritiker halten dem Rechtspopulisten Erpressung vor, weil er zugleich Geld von der EU zurückfordert. Die EU hatte im vergangenen Jahr ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Zudem werden Budapest Grundrechtsverstöße vorgeworfen. Die Kommission erklärt nun, Ungarn habe die verlangten Maßnahmen für die Unabhängigkeit seiner Justiz umgesetzt. Dadurch seien Regionalfördermittel nicht mehr blockiert. Aus dem Europaparlament kommt parteiübergreifend scharfe Kritik. Die Rede ist unter anderem vom größten Bestechungsgeld in der EU-Geschichte. Es ist ein Zeichen der Hoffnung für die Ukraine. Die Europäische Union eröffnet Beitrittsverhandlungen mit dem vom Krieg gebeutelten Land sowie mit dem Nachbarland Moldau. Das entschieden die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán gab seine Blockade auf, wie es aus EU-Kreisen hieß. Bis auf Ungarn hatten sich alle Mitglieder zu Gipfelbeginn für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen stark gemacht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schrieb auf X, vormals Twitter, von einem Sieg für die Ukraine und für ganz Europa. Georgien hat nun den Status eines Beitrittskandidaten. Die Mitgliedsländer wollen zudem Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina aufnehmen, sobald das Land die Bedingungen dafür erfüllt. Herr Umland, was haben Sie denn heute Abend gedacht, als Sie die Nachricht vernommen haben, dass die Entscheidung gefallen ist, weil der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nicht im Raum gewesen ist? Ja, wir haben das hier an meinem Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien diskutiert die letzten Tage und wir waren sehr besorgt, weil Orbán eben diese eindeutige Position bezogen hatte
Und da kann man, Herr Scholz soll da wohl eine Rolle gespielt haben bei dieser Lösung dieser Frage, indem er einfach Herrn Orban gebeten hat, den Raum zu verlassen. Nur dankbar sein, dass das auf diese Weise gelöst worden ist, denn es sah hier wirklich nach einem Desaster aus, der, wie angedeutet, für die Ukraine wirklich ein Tiefschlag gewesen wäre. Und das ist nun Gott sei Dank vermieden worden. Ja. Nach der Einigung der EU-Staaten auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine hat der ungarische Ministerpräsident ein Hilfspaket für das von Russland überfallene Land verhindert. Damit blockierte Viktor Orban eine Zuwendung von 50 Milliarden Euro als Teil des EU-Haushaltspaketes. Der Europäische Rat hatte bis in den frühen Morgen in Brüssel getagt, allerdings ohne Einigung mit Budapest. I would like to send a positive and a reassuring signal because we have tools to guarantee that we are reliable and that the Ukrainians can count on our support. Die Einigung auf EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine hat in Kiew für Optimismus gesorgt. Dennoch sei noch einiges zu tun, so Staatspräsident Volodymyr Zelensky. Велика робота. Integrovati державу, всі інституції, всі. Mit Blick auf das Hilfspaket für die Ukraine sagte der Präsident des Europäischen Rates, außer dem ungarischen Ministerpräsidenten hätten alle zugestimmt. Es habe Einstimmigkeit minus eins bestanden, so Charles Michel. Im Januar soll das Thema erneut auf den Tisch kommen.